Schönen guten Morgen, ich bin der Pascal von der Nomasis und begrüße heute zum Morgen für Microsoft-Lösungen. Ganz kurz etwas Administratives. Teams kann sich nicht überall alle Bildschirme anpassen. Sollte das bei Ihnen der Fall sein, so klicken Sie unter dem Bildschirm Nomasis News. Da ist dargestellt mit dem Wort Nadine Fischer auf die drei Punkte und wählen Sie Fit to Frame oder auf Deutsch an Frame anpassen. Wie Sie sicher wissen, ist der Unterhalt von Best-of-Breed-Lösungen heute sehr komplex geworden. Jede Lösung muss separat unterhalten werden und Unternehmen benötigen Experten für die verschiedensten Bereiche und die Infrastruktur können am Laufen zu halten. Da bietet Microsoft mit ihrer Cloud eine Erleichterung an, um auf einer einzigen Plattform eine Vielzahl von Services aus einer Hand zu beziehen. Wir von der Nomasis freuen uns, Ihnen heute folgende spannende Themen vorzustellen. Leider haben wir zum ersten Programmteil Verwaltung und Sicherung von Microsoft Edge müssen eine Alternative finden, weil der Axel, der vorgesehen ist für den Vortrag, ausgefallen ist. Wir haben das ersetzt mit Azure Active Directory von Nicola und gehen nachher weiter mit Windows 10 und MAM-Only Enrollment, würden dann virtuellen Austausch machen in den dazu vorbereitenden Räumen Raum 2 und 3, da kommen noch Details dazu während der Morgen und nachher gehen wir weiter mit Automated Intune Documentation. Zusätzlich werden wir abschließen nachher mit Azure AD Application Proxy mit dem Severin und ein virtueller Austausch wird am Ende vom Breakfast, wo wir heute mit Microsoft gestaltet, weitergehen. Und ich übergebe jetzt an Nicola. Nicola, bitte übernimmt. Danke. Ich bin Nicola Luise. Für die, die mich noch nicht kennen, ich bin seit 5 Jahren bei der Nomasis tätig und zurzeit als Mobile Security Consultant tätig. Mich sehen Sie leider nicht wie bei Pascal, weil ich daheim bin. Aber für die, die mich sehen wollen oder einen kurzen Austausch wollen, wir können uns nachher gerne im Virtual Room nach der Präsentation sehen. Mein Thema heute ist Azure AD, Passwort und Zertifikatidentifikation. Ich werde euch kurz zeigen, was möglich ist mit den Mobile Apps. Das ist meine Agenda. Ich zeige zuerst mal Authentifizierung, was das überhaupt heisst. Dann Passwort und Zertifikat-Authentication. Dann etwas zu Scapman, NDS. Dann der Unterschied zwischen NDS und Scapman. Und am Schluss der Nomasys Managed Service. Dann starten wir mit der Authentication. Was heisst das überhaupt? Laut Wikipedia kommt es vom griechischen Authentikos. Und das heisst, es ist etwas real, also es ist etwas echt und jemand, der sich authentifizieren will. Das kann in unserem Fall etwas sein gegenüber einem Computer oder irgendeiner Webseite oder sonst etwas. Kurz zusammengefasst heisst es eigentlich, ich habe etwas, wo ich mich gegenüber etwas bestätige, dass ich es bin. Und wie machen wir das in der Microsoft-Welt? Das kann man machen mit dem Passwort. Dort haben wir 3 verschiedene Möglichkeiten. Ich gehe mit dem schlechtesten an und das ist nur das Passwort. Das funktioniert, also warum ist es eigentlich schlecht? Es ist schlecht, weil es kann sein, dass man es vergisst. Vor allem Passwörter, die man nicht ständig braucht, gehen vergessen. Oder es ist auch vielleicht eine Policy drin, dass das Passwort nach 3 Monaten abläuft. Und darum ist es nicht so empfehlenswert. Und es ist mit Risiko verbunden, weil das Passwort auch von den Usern immer wieder bei verschiedenen Services gleich gebraucht wird. Und das Passwort kann natürlich auch gehackt werden. Dann gibt es das, was ein bisschen besser ist, aber immer noch nicht empfehlenswert, ist das Passwort mit Two-Factor Authentication. Das funktioniert so, ist eigentlich zusätzlich zum Passwort, muss man sonst noch etwas bestätigen. Das kann in dem Fall die Authenticator-App sein, wo man einen Code muss eingeben oder ein SMS bekommt. Und dann gibt es die dritte und die beste Lösung, wenn man das Passwort nutzen will, in der Microsoft. Und das ist das Passwordless Authentication. Das heisst, das Passwort muss man eigentlich nicht mehr eingeben. Das funktioniert so, dass man sich muss authentifizieren in dem Sinn, dass man etwas hat und etwas, wo man sagen kann, das ist man. Das wäre in dem Fall irgendein mobiles Phone oder ein Windows 10 Gerät in Verbindung mit etwas biometrisch oder im PIN. Das kann sein,
das von einem mobilen Gerät kommt, um sich irgendwo zu identifizieren. Und für das ist die Prerequisite sicher mal das Microsoft Authenticator App, dann wie schon vorher erwähnt, das iOS-Gerät oder das Android-Gerät mit mindestens 6.0 oder iOS 9.0 und der PIN oder was möglich mit Face ID biometrisch registriert. Und das Ganze funktioniert so: Es kommt die Anfrage, also die User tut sich anmelden auf irgendeine Webseite und dann geht die Anfrage eigentlich zu Azure und Azure tut das bestätigen, in dem Sinn, dass er sagt, ja, da haben wir kein Passwort-Eingabe, da muss der User etwas bestätigen. Und das geht dann mit einem APNS, zu einem iOS-Gerät zum Beispiel. Der User muss dann die App öffnen, die Zahl bestätigen, die er auf dem Bildschirm sieht, wo er sich anmelden will. Und dann, das kommt dann wieder zurück und sagt, ja, die Anmeldung ist richtig, aber wir müssen auch wissen, ob es du bist. Und da kommt die Anfrage wieder zurück. Und der sechste Schritt ist dann ein biometrischer Schritt, wo man sagt, ja, das bin ich, indem man eben die Face-ID oder die Fingerabdruck gibt. Und sobald das bestätigt ist, kommt man dann in die Webseite auch rein und der PC ist dann für eine kurze Zeit oder je nachdem, was man konfiguriert hat, erlaubt. Das ist eigentlich das Ganze zum Passwortablauf. Und dann gibt es das Zertifikat. Das Zertifikat kann man eigentlich vergleichen mit einem Pass. Dort hat es jeweils immer drin, wer der Besitzer ist von dem Pass oder für wer dass man das Dokument braucht. Und das ist einfach ein digitales Zertifikat, kann man das vergleichen. In diesem digitalen Zertifikat ist der Owner-Name drin, das heisst, wer und dann für was. Es kann sein, dass es für das Mail braucht oder für eine Webseite. Und dann gibt es wie auch in einem Pass gibt's Seriennummer, damit es wirklich einzigartig ist. Wann das ausgestellt worden ist, wann läuft es ab, wie beim Pass zum Beispiel nach 10 Jahren. Dann ein Public Key wäre eigentlich, von wem dass er eigentlich den Pass bekommen hat, das wäre der Staat. Und für was das erlaubt ist, in dem Fall mit dem Pass verbunden, wäre eigentlich zum Reisen. Und dann auch signiert und bestätigt. Was sind die Vorteile und was sind die Nachteile von diesen Zertifikaten? Der Vorteil ist sicher mal, dass man in einem Zertifikat mehr herausfinden kann, als bei einem Passwort. Das kann man nicht vergessen, wie im Fall vom Passwort. Und das kann man auch nicht hacken. Also es gibt keine Möglichkeit im Moment, um ein Zertifikat zu hacken. Dann, wie es Vorteil gibt, dann gibt es Nachteil. Der Nachteil ist, man braucht eine Infrastruktur dahinter, um die Zertifikate zu managen und auch verteilen. Es ist auch komplizierter, für eine Webseite zum Beispiel das zu konfigurieren, dass jetzt ein Zertifikat basiert ist und nicht mit einem Passwort. Und der Nachteil auch ist, wenn der Private Key in die Hand kommt von nicht zuständigen Leuten, dann kommt der automatisch auch Zugriff über zu all diesen Zertifikaten und kann sich überall authentifizieren. Wie bereits erwähnt, die Richtung im Intune selber, das ist ein Beispiel mit einem WLAN-Profil. Das sind mit 2-3 Klicks gemacht. Da muss man auswählen, was man konfigurieren will, das Zertifikat auswählen. Aber der Aufwand dahinter ist viel grösser, als was man im Intune muss machen. Und wie werden die Zertifikate ausgestellt? Zum Beispiel in einem WLAN-Profil tut man die sogenannte SCAP-Profil erstellen. Das ist ein Simple Certificate Enrollment Programm. Das ist eigentlich gedacht für User oder Gerät und Gerät, je nachdem, wie man es machen will. Und beim SCAP ist auch gut, man kann zum Beispiel ein WLAN-Profil auch auf einem Gerät verteilen, wo nicht auf einem User registriert ist, sondern Gerät. Für das braucht man auch einen SCAP-Server. Wie genau, zeige ich nachher. Und die SCAP kann man auch manuell verwalten oder automatisch. Also man kann es auf dem Server, wenn man es richtig genommen hat, auch automatisieren. Oder man muss es machen, dass man es erstellt, am User zuweist und das erneuern. Und je nachdem, wenn er die Firma verhat, dann auch wirklich revoked. Zum solchen SCAP-Profil einrichten, braucht man, das ist jetzt zum Beispiel der NDS, das ist Network Device Enrollment Service im Intune. Das ist eine Lösung von Microsoft. Das ist seit dem 2 Windows Server 2008 in der Security-Feature drin. Und man kann das mit Aufwand, das ist nicht ganz einfach, um das einrichten. Mit in Kombination natürlich mit der CA, wo man das Templates müsste zum Beispiel erstellen oder einen Domain-Controller. Und man braucht auch Zugriff, wenn es eine On-Prem-Solution ist, mit der Microsoft Azure Application Proxy.
Wie die ganzen Verbindungen funktionieren, zeige ich euch nachher. Und dann gibt es die einfachere Variante, wenn man den NDNS-Server nicht aufsetzen will, gibt es Scapman. Das ist nicht von der Microsoft selber. Es ist aber ein Drittanbieter, der das Ganze eigentlich vereinfacht und den NDNS-Server würde ersetzen. Das ist eine App im Azure, wo man sich kann, anmelden und abladen. Und das funktioniert dann so, dass die Maschine selber oder das Zertifikat, das man braucht, mit einem CA, wo im Azure drinnen ist, signiert wird und das dann zum Gerät gepusht wird. Der Nachteil da ist, dass Zertifikat mit Scapman nur für Cloud-managed Geräte dürfen gepusht werden und nicht für Geräte, die im AD drinnen sind. Und das kostet dann pro Monat und Gerät. Da haben wir noch ein Beispiel zwischen dem Unterschied zwischen dem NDS und Scapman. Auf der linken Seite hätten wir die NDS-Variante. Das wäre eigentlich der Server, der in Kombination mit dem Domain-Controller und SEA, wo man ein Zertifikat muss ausstellen muss, über den Azure Application Proxy, über die Firewall zum Gerät muss gepusht werden. Da seht ihr, sind ein paar Komponenten im Einsatz, damit man das brauchen kann. Und dann mit Scapman sieht man, dass es viel einfacher ist. Man pusht das Profil, das man will, eigentlich von Microsoft Intune aufs Gerät. Das Gerät geht dann zu Scapman, der Request, und der wird dann wieder zu Microsoft überprüft, ob das stimmt. Microsoft sagt dann ja, und Scapman geht dann im Azure Key Vault sich das Zertifikat holen, tut eins ausstellen und pusht das am Gerät zurück. Dann noch ein Überblick zwischen dem Unterschied vom NDS-Server und Scapman. Im NDS-Server ist es sicher gut, dass man keine Lizenzen mehr muss zahlen für das. Das ist ja schon im Inbehalt im Windows-Server. Dann das Gute daran ist, dass es für alle Geräte gedacht ist, falls man noch Geräte hat, die on-prem sind, also mit dem AD verbunden, kann man das gut brauchen. Contra beim NDS-Server, wie vorher schon erwähnt auf dem anderen Slide, hat man ein grösserer Aufwand, um das Ganze aufzusetzen, vor allem wenn man kein CA hat oder kein Application App Proxy oder kein Connector, muss man das alles aufsetzen. Es ist eine On-Prem-Solution, finde ich jetzt darum auch noch einen Nachteil. Und man muss zum NDS-Server eine Verbindung aufmachen von außen, dass das funktioniert. Darum auch Contra. Beim Scapman Pro sind das, es ist eine App, man muss keine andere Komponente mehr installieren. Es ist wirklich einfach zu verteilen auf diesen Geräten und es ist eine SaaS-Solution. Contra dort ist, man muss zusätzlich etwas zahlen und es ist nur für Cloud-Managed Devices. Nicht unbedingt ein Contra, aber je nach Umgebung und je nach Kunden kann das ein Contra sein, dass man Scapman nicht kann brauchen. Zu den Microsoft-Apps. Es gibt schon gewisse, und es kommen immer auch mehr Apps, wo man sich mit Zertifikat authentifizieren kann. Und auf der Linie seht ihr zum Beispiel schon die Word, Excel, PowerPoint oder OneDrive, OneNote, die wären schon drin. Das ist momentan nur möglich für iOS-Geräte und Authenticator ist required. Es hat nochmal zwei, drei andere Voraussetzungen, aber das sind die wichtigen zwei, die man müsste wissen, falls man das will, machen. Ja, dann wäre ich schon am Ende von meiner Präsentation. Falls ihr Interesse habt und so einen POC wollt aufsetzen und das testen, könnt ihr uns gerne kontaktieren und falls ihr Fragen hättet zu den Zahlen und wie viel das Ganze kostet, könnt ihr euch gerne an unseren Sales melden. In dem Pricing wäre eigentlich das ganze Setup drin, das Scapman, Lizenzen wäre auch drin, ein zukünftiger Support und falls man sich wünscht, ein Review, falls man so etwas eingerichtet hat, kann man bei uns auch machen. Und wir machen dann auch in diesem Managed Service einen Report an drei oder je nachdem, man gewünscht ist, und eine Übersicht gibt, von was wie funktioniert. Ja, wenn keine andere Frage wäre, würde ich wieder übergeben und man sieht sich sonst nachher im Virtual Room. Ja, danke Nicola, danke Nadine und schönen guten Morgen zusammen und herzlich willkommen zu meinem heutigen Virtual Breakfast Thema Windows 10 und MUM Only. Was ist Mobile Application Management without Enrollment? In den nächsten 20 Minuten möchte ich euch demonstrieren, wie man den Abschluss von Office 365 Applikationsdaten mittels einer Windows 10 App Protection Policy verhindern kann. Zunächst jedoch kurz zu meiner Person. Wie ihr bereits in der Einleitung gehört habt, mein Name ist Thorsten Feind und in der Funktion als Mobile Security Engineer setze ich mich bei Nomensys seit ungefähr
fast einem Jahr für die projektbezogenen und operativen Bedürfnisse unserer Kunden ein. Okay. Als erstes werden wir der Frage nachgehen, was ist Mobile Application Management without Enrollment und für welches Szenario es vorgesehen ist. Mit der Hilfe einer Windows 10 App Protection Policy werden Unternehmensdaten auf mobilen Betriebssystemplattformen wie Android, iOS oder Windows 10 auf Applikationsebene geschützt. Doch heute sprechen wir dann nur über App Protection Policies für Windows 10, also über den Teil von Microsoft Windows Information Protection für Unmanaged Devices. Und schließlich anhand einer Step-by-Step-Beispielkonfiguration werden wir dann sehen, wie in wenigen Schritten eine Windows App Protection Policy für Office 365 Apps erstellt werden. Was wir hieraus dann mitnehmen können und in welchen Szenarien hauptsächlich Windows 10 MUM Only eingesetzt wird, sehen wir auf einer der letzten Folien dieser Breakfast Session. Und im Anschluss dieser Präsentation können wir dann gemeinsam mit einem Breakout Room über das Thema diskutieren. Oder ihr könnt mir aber auch Fragen stellen, die ihr zu Microsoft Windows 10 MUM Only haben sollt. Gut, dann lass uns starten. Beginnen wir mit der Frage, was Windows 10 MUM Only eigentlich ist. Vereinfacht ausgedrückt, in erster Linie ist es ein Teil von Microsoft Windows Information Protection. Windows 10 Mobile Application Management Without Enrollment, wie es auch genannt wird, bietet granulare Kontrolle auf Anwendungsebene. Vor allem aber ist es eine Methode, um Applikationsdaten zu schützen, und sie ermöglicht den IT-Verantwortlichen mit verhältnismäßig geringem Aufwand, den Abfluss von Unternehmensdaten auf persönlichen und nicht verwalteten Geräten zu verhindern. Sei es versehentlich oder auch mutmaßlich. Und es unterscheidet sich von Windows 10 Mobile Application Management with Enrollment. Insofern, da es nicht auf die Verwaltung von Applikationsdaten von vollständig verwalteten Geräten fokussiert. MUMWE hat prinzipiell demgegenüber nur eine Teilfunktionalität mit den Optionen Konfigurieren, Überwachen und Sichern. Die Werkbank hierfür ist die Intune App Protection Policy für Windows 10. Innerhalb einer solchen Policy wird zunächst eine oder mehrere Applikationen als Zielanwendung, als sogenannte Target App festgelegt, für welche diese Richtlinie gelten soll. Nachdem die Target Apps definiert worden sind, wird mittels vier verschiedener sogenannter Protection Modes sichergestellt, wie im Fall einer Richtlinienverletzung verfahren werden soll. Der restriktivste Modus ist der Block Mode. Dieser aktiviert, verhindert, dass der Benutzer die Aktion ausführen kann, zu der einerseits das Teilen von Informationen auf nicht unternehmensgeschützten Apps und andererseits das Teilen von Unternehmensdaten mit anderen Personen und Geräten außerhalb des Unternehmens gehören. Bei der Verwendung des Allow Overrides Mode wird der Benutzer gewarnt, wenn er einen potenziell unsicheren Vorgang durchführen möchte. In diesem Modus kann der Benutzer jedoch die Richtlinie außer Kraft setzen und Daten freigeben. Die Aktion wird dann auf dem Überwachungsprotokoll protokolliert. Beim Silent Mode wird die unangemessene Datenfreigabe lediglich protokolliert. Dies hätte im Modus Allow Overrides zu einer Mitarbeiterinteraktion geführt. Und schließlich beim Off-Mode, der Name ist hier Programm, wird der Schutz oder die Überprüfung der Daten nicht angewendet. In Produktivumgebungen ist dieser Modus daher eher nicht zu empfehlen. Zudem versucht diese Windows Information Protection Instanz auf den lokal angeschlossenen Laufwerken alle mit dem Schutzmodus markierten Dateien zu entschlüsseln. Wenn für diese Dateien erneut ein anderer Schutzmodus verwendet wird, werden vorherige Entschlüsselungs- und Richtlinieninformationen nicht automatisch wiederhergestellt. In den erweiterten Einstellungen können bei Bedarf Netzwerkgrenzen, allfällige Proxy-Server-Adressen, Data Recovery Certificates sowie weitere Parameter definiert werden. Zur Bereitstellung der Policy wird sie zum Schluss der Konfiguration einer Azure Active Directory Benutzer- oder Gerätegruppe zugewiesen. Schauen wir uns nun an, wie wir eine App Protection Policy für Office 365 Pro Plus erstellen können. Bevor wir jedoch damit beginnen, müssen wir zunächst sicherstellen, dass diese auch wirksam werden können. Dazu bedarf es denn zunächst der Definition des MUM-Providers. Gemeint ist hiermit der User-Scope für MUM-URLs in Azure Active Directory. Nun, wie erreichen wir dies? Werfen wir einen Blick auf die Homepage von Microsofts Endpoint Manager Admin Center. Öffnen den Link All Services, rufen die Webseite M365 Azure Active Directory im unteren Abschnitt auf
und klicken im Azure Active Directory Admin Center nochmals auf den Link Azure Active Directory. Auf der linken Seite des Azure Active Directory Admin Centers Dashboards wählen wir dann Mobility, MDM und MUM aus und im darauf erscheinenden Hauptfenster die Schaltfläche Microsoft Intune. In der unteren Hälfte des in der nächsten Abbildung gezeigten Konfigurationsfensters stellen wir den MUM User Scope auf All ein. Die restlichen Felder lassen wir dann unberührt und klicken anschließend auf Save. Nachdem wir nun den MUM Provider konfiguriert haben, wählen wir den Link Apps im MEM Admin Center aus und im darauffolgenden Blade App Protection Policies. Von hier aus können wir nun die Policy erstellen, indem wir auf Create Policy klicken und im Kontextmenü Windows 10 auswählen. Im nächsten Fenster geben wir der Richtlinie einen aussagekräftigen Namen und beschreiben den Nutzungszweck. Kurz, aber verständlich. Und wie ihr vielleicht schon vermutet, wählen wir im Feld Enrollment State Without Enrollment aus und klicken anschließend auf Next. Um nun die Zielapplikation festlegen zu können, klicken wir dann im folgenden Fenster auf Plus Add. In der Add Apps Liste setzen wir den Haken bei Office 365 Pro Plus 18 Allowed.xml und klicken die Schaltfläche OK. Infolgedessen sehen wir jetzt in der angezeigten Tabelle den ausgewählten App-Blocker-Typ, in diesem Fall derjenige für Office 365 Pro Plus. Anschließend klicken wir wieder auf Next. Im Required Settings Tab setzen wir den Protection Mode auf Block und überprüfen den Inhalt des Feldes Corporate Identity. Dieser sollte unbedingt einer der im Azure Active Directory Tenant definierten Domains entsprechen. Sonst kommt es bei der Einstellungsüberprüfung zu einer Fehlermeldung. In den erweiterten Einstellungen klicken wir im Abschnitt Network Parameter auf Plus Add, um ein paar Network Boundaries, wie in den Abbildungen gezeigt, zu definieren. Zusätzlich stehen hier weitere Einstellungs- und Optionsmöglichkeiten bezüglich Proxy-Server-Adressen, Datenwiederherstellungszertifikaten mittels Data Recovery Agent, Azure Rights Management für Windows Information Protection und vieles mehr zur Auswahl. Für unser Beispiel beschränken wir uns jedoch auf die Network Boundaries. Den Writer Scope Text überspringen wir. Er ist für die Veranschaulichung der Erstellung von App Protection Policy für dieses Beispiel nicht relevant. Als nächstes wollen wir die Policy einer Benutzergerätegruppe zuweisen. Hierzu klicken wir auf Add Groups und im Blade Select Groups to Include suchen wir nach der entsprechenden Gerätegruppe, wählen diese mittels der Schaltfläche Select aus und klicken anschließend wieder auf Next. Als kleine Randnotiz empfehle ich an dieser Stelle, in einem Bring Your Own Device Szenario eine dynamische Gerätegruppe für persönliche Windows 10 Geräte zu erstellen und diese dann entsprechend zuzuweisen. Auf der Review und Create Seite überprüfen wir nochmals alle Angaben und erstellen die Policy durch Klicken auf Create. Als Resultat sehen wir nun die App Protection Policy aufgeführt in der App Protection Policies Liste. Wenn wir nun die App-Schutzrichtlinie in Aktion sehen wollen, synchronisieren wir das betreffende Gerät, damit die zugewiesene Richtlinie übernommen wird. Auf dem Gerät erstellen wir ein einfaches Word-Dokument mit einem beliebigen Text. Wenn wir das Dokument mit dem Hinweis auf das Vorhängeschloss im Feld FileName speichern, können wir auswählen, es als Work oder Personal zu speichern. Sobald jedoch das Dokument als Work gespeichert wird, greift die zuvor erstellte App Protection Policy. Da es sich jetzt um ein App-gestütztes Dokument handelt, kann es nur noch als geschütztes Dokument gespeichert werden, wenn wir es beim nächsten Mal auf dem Gerät speichern wollen. Und wenn wir jetzt versuchen, Daten aus dem Dokument beispielsweise auf eine externe Festplatte zu kopieren, wird uns nur erlaubt, es als Work Protected und somit verschlüsselt abzuspeichern oder den Vorgang zu überspringen. Also was können wir festhalten aus diesen Beispielen? Und was nehmen wir von Intune Mobile Application Management Without Enrollment mit? Microsoft Intune MUM Without Enrollment ist für die Trennung von persönlichen und Arbeitsdaten ebenso wie für die Prävention der unbeabsichtigten Weitergabe von Informationen eine sehr robuste und zuverlässige Lösung. Intune MUM WE als Teil von Microsoft Information Protection ist also eine gute Entscheidung, um Unternehmensdaten in einem Bring Your Own Device Szenario zu schützen. Wie bei anderen Methoden zum Schutz von Unternehmensdaten auch, muss bei MUM WE der Anspruch an höchstmöglicher Sicherheit gegenüber dem Bedürfnis
der geschäftlichen Produktivität und Benutzerfreundlichkeit einer guten Abwägung unterzogen werden, um hier die richtige Balance zu finden. Was ich in der Präsentation bisher nicht erwähnt habe, in Kombination mit Azure Information Protection besteht zudem eine weitere Sicherheitsebene, die es den Benutzern ermöglicht, die Daten untereinander zu teilen. Nun, jetzt haben wir das Ende der heutigen Breakfast-Session erreicht. Daher bedanke ich mich für euer Interesse und möchte mich für das zahlreiche Erscheinen ebenso bedanken. Für die Interessierten, die jetzt noch Fragen haben oder generell sich über das Thema mit mir und anderen Teilnehmern austauschen möchten, steht uns im Anschluss der Breakout Room 3 zur Verfügung. Und ich sage dann hier an dieser Stelle schon mal bis gleich und möchte mich von jedem hier verabschieden, die nicht teilnehmen wollen, und eine schöne Restwoche wünschen. Ja, hallo zusammen. Ich hoffe, man hört mich gut. Yes. Ja, super. Perfekt. Ja, auch von meiner Seite herzlich willkommen zu unserem Breakfast-Event mit Fokus auf Microsoft-Themen. Mein Teil ist Teil zu Intune und automatisierter Dokumentation von diesen Systemen. Intune, also Endpoint Manager, Microsoft Endpoint Manager heutzutage, System tun wir für viele von unseren Kunden betreuen, aufsetzen, beraten dabei und den ganzen Kontext rundum in der Microsoft-Welt, sei es mit Azure AD, sei es mit Conditional Access. Wir freuen uns, mit unseren Kunden zusammen genau die Lösungen zu erarbeiten, die am meisten Sinn machen in diesem Kontext. Zu meiner Agenda. Zuerst ein bisschen etwas Allgemeines. Nachher gehe ich ein auf die Anforderungen und was man so berücksichtigen müsste, wenn man das gerne machen möchte. Ein bisschen verschiedene Möglichkeiten, wie das aussehen könnte für den einzelnen Kunden oder im einzelnen Projektumfeld. Und habe Zeit noch für Fragen und sonst allenfalls noch im Breakout Room. Grundsätzlich, wenn habt ihr das letzte Mal eine Systemdokumentation updated? Ich weiss selber, es ist nicht unbedingt einer der schönsten Jobs, das jeweils zu machen. Das Schreiben von einer Systemdokumentation, ja, das ist etwas noch Cooles. Da kann man so konstruktiv etwas bauen, nachdem dass man es, ich sage jetzt mal, physisch gebaut hat, tut man es noch irgendwie versuchen, strukturieren und einfach verständlich zu machen. Aber dann immer wieder nachbessern, alle halb Jahr oder alle Jahr. Das ist immer so ein etwas, wo, und die Hälfte stimmt dann gleich wieder nicht mehr. Und so ein bisschen, ich sage jetzt, das ist etwas, wo nicht unbedingt gerne gemacht wird und auch wegen dem halt nicht so viel gemacht wird. Das ist etwas, wo, wenn man dann mal Zeit hat, dann könnte man ja. Aber teilweise ist dann das, ja, durch das, dass die Dokumentation nicht mehr so up-to-date ist, bringt sie auch nicht mehr gleich viel. Dann ist die andere Frage, was ist überhaupt in der Dokumentation drin? Was macht Sinn, drin zu haben? Oder was ist allenfalls zu dynamisch, dass man das überhaupt in einem fixen Dokument haben will, wo man, ich sage jetzt mal, maximal eins im Quartal neu dort, erstellen oder updaten. Im weiteren Kontext von Systemdokumentationen, etwas vom Allerwichtigsten, was ich finde, ist wissen, wer für was. Sei es für eine spezifische App, wo ein App-Entwickler mit eingebunden ist, wo vielleicht Zugriff auf irgendein Backend-System hat, wo ein Wi-Fi mit einem Authentifizierungsmechanismus, also EAP, TLS beispielsweise, wo wir vorher im Screenshot von Nicola gesehen haben, wo wir dann Zertifikate dafür brauchen. Da haben wir irgendwie ein Server-Management-Team, das die Kisten mit dem SCAP-Server managt. Also das ist etwas vom Wichtigsten aus meiner Sicht, dass man weiss, wer für was zuständig ist. Und dass man eben dann genau auch sieht, wo hören die Zuständigkeiten auf und wo sind die Grenzen von diesen verschiedenen Zuständigkeiten. Auch dort geht es darum, wer ist denn für die Benutzer zuständig? Sind es die, die für, ich sage jetzt mal, die SharePoint-Plattform zuständig sind, die dann auch für eine SharePoint-Mobile-App zuständig sind?
wo gehen die Second- und Third-Level-Tickets hin? Gehen die zu diesen Leuten oder gehen die zu einem dedizierten Mobile-Team beispielsweise? Das sind Sachen, die man im Vorfeld von so einem Projekt gut muss diskutieren mit dem Kunden. Und auch je nachdem, wie Teams intern aufgestellt sind und wie viel sie miteinander kommunizieren, lohnt es sich aber gleich mal klar zu definieren, wer für was zuständig ist. Und das gehört aus meiner Sicht ganz klar in eine Systemdokumentation hinein. Dann ein weiterer anderer Punkt ist eben die verschiedenen Systeme und auch die ganzen Abhängigkeiten und was man sich überlegt hat, wo man die Architektur gebaut hat. Schließlich ist jedes zusätzliche Puzzleteil mehr Komplexität. Es gibt Wartung, muss man dokumentieren, muss man Ajour halten, muss man updaten. Und darum tut man eigentlich in der Architektur von einem System, sei es mit Endpoint Manager, sei es auf Azure, sei es mit etwas anderem, möglichst viel Komplexität vermeiden und nur genau dort erzeugen, wo sie auch nötig ist. Und dann klar dokumentieren, was haben wir für ein System, wer ist zuständig. Dann als nächstes, wie tun wir das Ganze zuweisen? Was im Normalfall gemacht wird, ist, ein Gerät registrieren kann nur, wer eine entsprechende Lizenz hat. Jetzt in der Microsoft-Welt wäre das ein E3, vielleicht ein E1, ein F1, F3, E5, was auch immer. Etwas mit einem EMS, Intune oder Endpoint Manager, so ein blaues Feldli quasi mit der Lizenz, dass man überhaupt ein Gerät kann registrieren. Nachher, wie dann die einzelnen Sachen zugewiesen werden, das passiert bei Business-Applikationen im Normalfall über eine AD-Gruppe. Das heisst, man hat einen internen Prozess, beispielsweise werden die meisten Sachen, was so ein normaler Angestellter zugewiesen bekommt, werden beim Eintritt HR-mässig gerade zugewiesen. Die Leute werden automatisch in die Gruppe hinzugefügt und die App und die entsprechenden Zugriffseinschränkungen werden darüber verteilt. Dann ist es auch denkbar, dass man Sachen kann selber anfordern kann, beispielsweise in der ServiceNow, wo gewisse von unseren Kunden im Einsatz haben, dass dort drin ein Prozess abgebildet ist, wo man sich dann selber Zugriff oder die Membership in einer Gruppe anfordern kann. Dann geht es durch einen Approval-Prozess oder wird vielleicht automatisch gemacht. Und dann kommt die Person in die Gruppe rein und wir bauen dann die Verteilung der Apps und die Zuweisung der Konfigurationen auf die Zugehörigkeit dieser Gruppe obendrauf. Dann weiter Zuweisung von Zertifikaten von verschiedenen Tokens und so weiter. Das gehört ganz klar in eine Systemdokumentation, dass man ein Inventar hat. Aber Tokens, Zertifikate, die haben im Normalfall ein Ablaufdatum. Bei Zertifikaten ist es mittlerweile ja so, dass sie eigentlich einmal im Jahr austauscht werden müssen. Bei Tokens kommt es darauf an, oder ist es irgendwie, sind es einjährig, dreijährig oder je nachdem, wie es aussieht. Bei Federation Tokens sind es meistens 3 Jahre. Und einfach, die Ablaufdaten sind nicht so konkret wichtig für Systemdokumentation. Ich sehe das mehr in einer CMDB, also in einer Config Management Datenbank drin, wo man auch Erinnerungen für den Austausch von solchen Token und Zertifikaten gerade mit eintragen kann. Hier im Systemdokumentationskontext nur eine Inventarisierung aus meiner Sicht. Dann Accounts, Service Accounts, falls man die überhaupt noch braucht. Das ist etwas, wo man auch länger mehr wegkommt, wenn man Richtung Cloud geht, weil man modernere Authentifizierungsmechanismen haben. Denn je nachdem, für wer das eine Systemdokumentation gedacht ist, wie kann ich das machen? Sag jetzt mal, wie setze ich jetzt ein iPad oder ein Android-Tablet genau in diesem Modus auf? Auf was muss ich mich achten? Das ist ja je nachdem, für wer das es dann ist, sei es für den Systemadmin, sei es für Leute, die unterstützen beim Einrichten von Geräten oder sei es für Second-Level-Support oder sogar für den Service-Desk selber, dass sie die wichtigsten Sachen selber erledigen können. Dort ist auch noch die Frage, ob man einerseits eine Systemdokumentation macht und andererseits so ein internes How-To, ein Workbook quasi mit den wichtigsten, häufigsten Sachen. Oder
wie man das genau aufbauen. Es kommt ein bisschen auf die Grösse drauf an von dem Ganzen und auf die verschiedenen Teams, die involviert sind. Dann Verweis auf andere Dokumente und Referenzen, also beispielsweise Benutzerdokumentation, dass man auch weiss, wie das aus Sicht eines Benutzers aussieht, dass man auch weiss, dass man die muss updaten, falls sich etwas ändert. Dass man periodisch sowieso mal wieder muss durchschauen muss, ob das noch stimmt, ob die Screens noch gleich aussehen, ob man vielleicht neue Screenshots muss machen oder so. Und dann weiter die verschiedenen Prozesse, also was muss man genau machen im Fall von etwas. Das lohnt sich auch und das gehört wieder in obersten Punkt auf, aus meiner Sicht. Dass man weiss, wer ist zuständig für was und zu wem kann man gehen, wenn man eben an so einer Prozessgrenze ist, wo das außerhalb vom eigenen Aufgabenbereich rausgeht und im Aufgabenbereich von einem anderen Team. Dann der letzte Punkt, ja, muss man dann jedes kleine Detail dort drin tun? Aus meiner Sicht ganz klar nicht, weil sonst wird es einerseits schwieriger, eine Systemdokumentation aktuell zu behalten und andererseits ist es einfach eine zusätzliche Arbeit ohne wirklich grossen, greifbaren Mehrwert. Bezüglich Systemdokumentationen gibt es eine Möglichkeit zu Fintune, nämlich wir können PowerShell nehmen. Es gibt die Microsoft Graph API, wo einem die Möglichkeit gibt, Abfragen zu machen gegenüber dem Setup, das man gemacht hat auf Intune. Also nicht nur Intune selber, auch ganz viele andere Azure AD-Komponenten, wie beispielsweise Conditional Access. Man kann über solche Beispielscripts, die von Microsoft zur Verfügung gestellt werden, auf ihrer GitHub-Seite, das selber machen. Man kann sich Credentials einstellen. Wenn man die richtigen Rechte hat, kann man das direkt mit seinem Benutzer machen. Und die beispielsweise eine bestimmte Config abladen und dann hat man nachher ein JSON-File, wo strukturiert ist, wo man drin kann lesen, was ist dort konfiguriert. Dann, weil das nicht so, ich sage jetzt mal, gäbig ist, gibt es ganz viele verschiedene Lösungen, die auf dem oben aufsetzen. Zum Beispiel gibt es von Thomas Kurt, der ist von der Base Vision, ist auch eine Schweizer Firma, die Consulting im Bereich Microsoft 365 macht. Der hat, sag jetzt mal so, halb in seiner Freizeit ein cooles Script gebaut, das nennt sich Intune Documentation. Und das setzt oben drauf auf die PowerShell-Beispiel, die Microsoft veröffentlicht hat und benutzt Microsoft Graph API, um die Abfragen zu machen. Was brauchen wir, um eine von diesen verschiedenen Möglichkeiten, wo eben das Intune Documentation Script eine ist, zu machen? Wir brauchen zum PowerShell ausführen eine Windows 10-Kiste oder einen Windows Server. Dort brauchen wir einen Admin-Account, weil wir Software installieren müssen. Dann für den Zugriff auf die Graph API brauchen wir Zugriff auf Azure und mindestens einen Application Administrator oder eben den Cloud App Administrator, der eigentlich noch die abgespeckte Variante vom Application Administrator ist auf Azure, wo keinen Zugriff auf App Proxy hat. Aber das brauchen wir für den Fall nämlich nicht. Dann brauchen wir einen Global Admin, wo für die API Permissions einmalig die dort akzeptieren. Heißt, was müssen wir machen? Wir möchten App Registration. Wir erzeugen eigentlich eine Applikation erzeugen auf Azure und dort die erforderlichen API Permissions setzen. Dann kommt der Global Admin, wo tut für die Applikation die Rechte bestätigen. Das sind alles nur Leserechte, weil wir tun ja eigentlich nur Daten rausziehen und wir müssen gar kein Schreibrecht haben. Das macht es auch ein bisschen einfacher, Leute aus dem Security-Bereich zu überzeugen, dass das eine gute Idee sein kann. Dann tun wir für die Applikation ein Client Secret definieren. Das kann man sich vorstellen wie ein Passwort, das ist so ein langes, riesen Teil, sieht man dann nachher noch. Und mit dem können wir das Skript ausführen. Zum auf der Windows-Maschine, also ich sage jetzt, man kann seinen normalen Windows 10-Laptop nehmen oder man kann dediziert einen Server aufsetzen, der für das nachher benutzt wird. Falls man möchte, das dann beispielsweise täglich oder wöchentlich automatisiert ausführen, würde es Sinn machen, das auf einem Server auszuführen, der extra für diesen Zweck eingerichtet worden ist. Dort drauf kann man aus der PowerShell Gallery das Intune Documentation Script holen oder eben, es gibt
x andere Möglichkeiten, andere solche, ich sage jetzt, Halbprodukte, die entwickelt werden, die einen ähnlichen oder gleichen Zweck erfüllen. Dann kann man sein Template, wie man das gerne möchte, dokumentiert haben, bearbeiten und loslegen. Ich zeige euch schnell ein paar Sachen zu dieser App-Registration, die ich vorher gezeigt habe. Das ist auf einem von unseren Engineering-Systemen. Und man sieht, ich bin im Azure AD in der App-Registration drin. Und da sieht man jetzt die Permissions, die die Applikation braucht, oder besser gesagt, das PowerShell-Skript braucht. Und man sieht Granted Through Admin Consent. Das heisst, im Endeffekt sind es Application-Level-Permissions. Das heisst, es wird nicht auf den eingeloggten Benutzer sondern abgestellt, sondern es wird wirklich direkt die Applikation mit ihrem Token verwendet. Das ist auch noch eine Unterscheidung bei diesen Permissions, die teilweise nicht ganz so klar ist. Dann, wie gesagt vorher, PowerShell-Script auf der Kiste verbindet sich über GraphAPI auf Azure AD und holt sich die Daten dort daraus raus. Wie funktioniert das? Ja, wir machen einen Admin-PowerShell-Prompt auf, für die Sachen zu installieren. Es gibt ein paar Dependencies. Einerseits GraphAPI, andererseits Azure AD für die Authentifizierung und PowerShell Word. Das ist auch ein PowerShell-Gallery-Script, wo wir brauchen, um das Word-File parsen und dort die Daten hineinfügen. Dann kommt die Installation von dem Intune Documentation Script. Man kann dann in das Modul rein, sein eigenes Template dort kopieren, weil die Installation tut das dort ablegen und es wird jeweils mit Versionsnummern auch aufgezählt. Dann unten dran habe ich ein Beispielaufruf eingefügt, wo so eine Intune Dokumentation generiert. Mit der Client-ID, das heisst, das ist die Applikationsregistrierung, das ist so eine lange Hash-Value aus Azure AD, das ist eigentlich die Entsprechung, die Applikation, die wir vorher erstellt haben, wo nachher auch der Global Admin die API-Zugriff bestätigt hat. Dann Tenant-ID, das ist unser Azure AD-Tenant, wo wir es gegenüber möchten absetzen. Und als letztes noch das Client-Secret, die wir vorher generiert haben. Die Client Secrets kann man entweder vorweg immer wieder neu generieren, mit einer Ablaufzeit von 24 Stunden beispielsweise, oder man könnte auch ein längeres, beispielsweise ein Jahr oder auch drei oder vier, fünf Jahre generieren. Das macht man einmalig im Azure AD drinnen, wenn man unter dieser Applikation drinnen das Client Secret generiert. Das kann man nachher da drinnen abfüllen. Was ist das Resultat? Wir bekommen ein CSV-File, also ich gehe noch mal schnell zurück. Das erste Beispiel, das zweite unterste, das wäre für eine Intune-Dokumentation zu generieren. Das untere ist für eine Conditional Access-Dokumentation zu generieren. Wenn wir die beiden ausführen, haben wir nachher drei Dokumente. Zwei Word-Dokumente, wo einerseits die verschiedenen Conditional Access-Policies drin sind und andererseits die verschiedenen Intune-Konfigurationen. Zusätzlich gibt es noch das CSV, wo man tabellarisch die Conditional Access Policies kann sehen kann. Hier sind vier Policies drin bei unserer Testumgebung und man sieht, man hat die ID. In Azure haben wir immer die verschiedenen IDs, wo das Ganze miteinander gemappt wird, sodass auch beim Renamen der Primary Key erhalten bleibt. Und man sieht dann all die verschiedenen Attribute von diesen Policies. Und was ist zugewiesen, was für Users, was für Locations sind included, excluded, haben wir den Sign-in-Risk, all die verschiedenen Sachen, was man in Conditional Access kann machen kann. Im Word-File sieht nur schon mal das Inhaltsverzeichnis so strukturiert aus. Man hat die verschiedenen Policies und hat dann Metadata, aber wenn es das letzte Mal geändert wurde beispielsweise, man hat Conditions, wenn das sie ziehen, Grant Controls und Session Controls. So könnte das aussehen beispielsweise. Das sind zwei von diesen Conditional Access Policies, die wir vorher schon gesehen haben im CSV. Man hat die verschiedenen Attribute drin und sieht genau, was ist gesetzt.
Jetzt zu der Intune-Dokumentation. Da haben wir schon 4 Seiten Inhaltsverzeichnis. Und ja, es ist unsere Spielweise, sage ich jetzt einmal. Dort drauf hat es teilweise ein bisschen mehr Konfigurationen, weder in einem Produktionssystem von einem Kunden. Teilweise sind die Produktionssysteme von Kunden noch viel umfangreicher und komplexer. Wir haben 90 Seiten. Also, was ist denn alles da drin? Man sieht einerseits alle Applikationen. Das heisst, alle iOS, Android, Windows 10 und macOS-Applikationen. Die hinzugefügt worden sind, sei es über Managed Google Play für Android, sei es über VPP-lizenzierte für iOS oder auch Inhouse-Apps. Und dann sieht man auch, welche Gruppen sind zugewiesen. Man sieht die App Protection Policies, die ziehen, egal ob das Gerät registriert ist im Endpoint Manager oder nicht, sondern es wird ja mit dem Login innerhalb der App entsprechend aktiviert und zugewiesen. Dort sieht man dann auch die einzelnen Attribute, die gesetzt sind auf den App Protection Policies und in wem dass sie zugewiesen sind, über was für einen Mechanismus. Sei es eben beispielsweise, wie ich am Anfang gesagt habe, man kann ein Gerät registrieren. Beispielsweise, ja, okay, wenn man eine Lizenz hat, für ein Gerät zu registrieren. Dann muss automatisch entsprechend auch eine App Protection Policy über den gleichen Mechanismus zugewiesen werden, um sicherzustellen, dass alle, die können, zugreifen können, auch entsprechend Daten dann geschützt haben in den Apps drin. Dann zusätzliche andere Sachen sind auch noch drin. Ich gehe jetzt nicht auf jedes einzelne ein. Falls jemand noch konkrete Fragen hat, können wir die am Schluss oder im Breakout-Room noch stellen. Ich habe ein paar Beispiele noch mitgebracht. Einerseits auf der linken Seite Compliance Policy für Android. Und dort sieht man auch beispielsweise die minimale Betriebssystemversion, die 6.0, auch nicht mehr ganz taufrisch. Und eine Compliance Policy für Windows 10 auf der anderen Seite, wo man auch so beispielsweise simple Passwort kann blockieren, setzen, wenn das Passwort abläuft und so weiter. Und man sieht unten dran jeweils die Assignments, also in wem das es zugewiesen ist und wie viel. Dann verschiedene Gerätekonfigurationen, wie zum Beispiel heute Morgen von Nicola gehört, SCAP zum Zertifikat verteilen. Das ist eigentlich der Bauplan, wo man vom Intune aus im Gerät zuweisen, wie das denn das Gerät sich selber das Zertifikat soll organisieren quasi. Da drinnen sind alle die Sachen aufgelistet. Beispielsweise in diesem Fall verbindet sich das Gerät durch eine App-Proxy auf einen internen NDS-Server bei uns in der Engineering-Umgebung und holt sich von dort aus das Zertifikat. Im Subject vom Zertifikat sieht man, es ist der User-Principal-Name drin. Das als Beispiel. Das andere Beispiel wäre eine iOS-E-Mail-Konfiguration für die native E-Mail-App, wo man auch sieht, was die verschiedenen die verschiedenen Sachen, die drinnen eingestellt sind. Dann, wie sieht es aus mit der Enrollment-Konfiguration? Ich habe vorhin gesagt, ja, wer eine Lizenz hat, kann sich registrieren. Wir können aber natürlich Enrollment-Restrictions machen, sodass nur gewisse Leute, die in bestimmten Azure AD-Gruppen drinnen sind, können das Gerät registrieren. Und auch bei der Registration kann man natürlich einschränken, was für Versionen, also Betriebssystemversionen, erlaubt sind, ob man darf BYOD-Geräte registrieren oder nur über DEP oder über Zero Touch, also bei iOS und bei Android, Geräte dürfen registriert werden. Oder auch die Anzahl der Geräte, die registriert werden können, von einem Benutzer kann eingeschränkt werden auf alles zwischen 1 und 15. Weil auf dem Endpoint Manager ist es so, dass ein Benutzer maximal 15 Geräte kann registrieren kann. Wir können nicht im Enrollment Limit höher gehen als 15, aber wir können es natürlich absetzen. Was wir zum Beispiel sagen, Best Practice, geben die den Leuten 5. Wenn jemand mehr braucht, kann man eine Azure AD-Gruppe machen, wo man die Leute abfüllen kann. Man kann einen Workflow machen mit Snow, dass die Leute können sagen, hey, ich brauche wirklich mehr als 5 Geräte, für was auch immer für Gründe. Dann kann man das dort beantragen und dann wird man automatisch anders eingestuft. In diesem Fall haben wir es einfach für alle auf 10 gesetzt. Weil es ist ja schließlich unsere Engineering-Umgebung. Dann, was haben wir für zusätzliche Möglichkeiten? Wir können einerseits das Template anpassen, sodass es unserer Corporate Identity entspricht. Wir können, wie ich auch vorher erwähnt habe, das automatisieren, dass das Script nicht nur manuell von uns im PowerShell ausgeführt wird, sondern dass das auf dem Server automatisiert unter Benutzung von dem
Client Secret periodisch, wöchentlich beispielsweise, exportiert wird, umbenannt wird, irgendwie auf einer SharePoint-Seite uploadet wird, sodass man wirklich auch eine Nachverfolgbarkeit hat, falls etwas geändert worden ist, wann ist es passiert. Es ist auch so, dass die Audit-Logs auf dem Endpoint Manager nur 30 Tage zurückgehen. Das heisst, man kann nur 30 Tage zurück schauen, wer wann was für eine Policy geändert hat. Klar, es gibt Möglichkeiten, das anders weiter zu behalten, aber das muss man auch natürlich aufsetzen, falls man das Requirement hat. Dann gibt es auch die Möglichkeit, spezifische Konfigurationen zu vergleichen. Und dort sind es zwei Komponenten, die aus meiner Sicht hilfreich sind. Einerseits haben wir etwas geändert oder hat Microsoft etwas geändert. Wie wir ja wissen, ist das mit Cloud-Lösungen eigentlich ein bisschen komplex, dass ja, halt, es kommen neue Features dazu, es werden Konfigurationen angepasst, erweitert, teilweise werden gewisse Sachen auch weggestrichen. Oder aber es ist sogar so, dass vielleicht die Default-Wert, wenn man eine neue Konfiguration erstellt, anders sind, als wenn man vor einem halben Jahr ein Default, also einfach eine neue Konfiguration erstellt hat. Dort kann man auch sehen, wenn man das neu mal exportiert später und es hat sich in der Zwischenzeit etwas geändert an der Struktur von so einer Konfiguration, dann sieht man, dass dort zusätzliche Attribute drin sind beispielsweise. Noch weitere Möglichkeiten. Es gibt, wie vorher erwähnt, noch 100 andere solche Sachen, die auf diesen Graph-API-Calls aufbaut. Es gibt zum Beispiel von Daniel Kronlund, der ist ein Mobile Security Consultant aus Schweden. Der hat DC Toolbox gebaut, kann man vergleichbar installieren wie das Intune Documentation Script aus der PowerShell Gallery. Und er hat das gebaut, um Conditional Access Policies als Code zu managen. Das heisst, er hat den ganzen DevOps-Mechanismus etabliert bei ihnen oder für gewisse Kunden von ihm, für zum Conditional Access Policies managen. Das heisst, mit dem Script exportieren wir die Conditional Access Policies und haben nachher die als JSON-Files in einen Ordner. Von dort aus kann man das natürlich in ein Git-Repository rein tun. Man kann halt, ja, wenn man es managt als Code, hat man einerseits Versionskontrolle, man kann Branches aufmachen, man kann verschiedene Releases fahren, man kann es deployen auf verschiedene andere Systeme. Zum Beispiel in eine Test-Tenant mal ein Set von Policies deployen, vielleicht wieder anpassen, nachbessern und nachher das releasen auf die Produktion, indem man das Skript ausführt. In dem Fall wäre es natürlich, die Applikationsregistration hat dann nicht nur Leserecht, sondern die müsste dann spezifisch genau für Conditional Access Schreibrecht haben. Ist natürlich etwas, wo man muss sagen, ein Skript, das sich mit einem Client Secret verbinden kann und unsere Conditional Access Sachen verändern. Ja, ist immer eine Sache, wo man muss Abwägungen treffen muss. Es gibt natürlich zusätzliche Möglichkeiten, aber es gibt immer wieder Abhängigkeiten, die man vielleicht nicht unbedingt möchte haben. Aber es ist eine zusätzliche Möglichkeit. Dann, so sieht das beispielsweise aus. So ein JSON-File mit den verschiedenen Attributen drin, wo man dann kann sagen, ja, jetzt tun wir das oder dieses anpassen und sie nachher wieder auf die Spitze quasi. Dann, um das Ganze etwas abrunden. Ja, wenn haben wir das letzte Mal eine Systemdokumentation updated? Also, ich muss schon sagen, es ist nicht eine meiner Lieblingsbeschäftigungen, aber doch ist es sehr, sehr wichtig. Und es wird besser, wenn man möglichst die Sachen gar nicht drin tut, die nicht unbedingt drin sein müssen, weil sie ja, nicht unbedingt nötig sind oder einfach zusätzliche Arbeit geben. Dann würde ich mal schnell offen lassen, um zu fragen, ob etwas im Chat noch gefragt worden ist. Und ich würde jetzt das Wort im Severin übergeben. Ja, herzlich willkommen zu meinem Teil vom Virtual Breakfast Event heute Morgen. Danke vielmals, Jonas. Genau, das Thema heute von mir ist der Microsoft Application Proxy. Ich bin der Severin Freund, System Administrator bei der Firma Nomasys und arbeite schon seit mehr als einem Jahr jetzt hier. Wir werden zusammen heute herausfinden, wie das Azure Active Directory Feature Application Proxy funktioniert und auch welche Alternativen es dazu gibt. Azure Active Directory
Und die Application Proxy ist nicht immer die beste Lösung, um auf On-Premise Web-Applikationen zugreifen, aber es kann sehr gute Alternative sein und auch kosteneffektiv sein, im Gegensatz zu bisherigen Lösungen. Weil das mobile Arbeiten oder Arbeit hat sich bis anhin jetzt ziemlich verändert. Eine lange Zeit ist vor allem darum gegangen, dass wir können iOS, Android-Devices integrieren und Zugriff geben auf Firmenressourcen. Mittlerweile mit Covid, Homeoffice geht es auch vielfach darum, dass wir mit unseren Windows 10 oder Mac OS Geräten auf die Applikationen, die zum Beispiel im Firmennetzwerk gehostet sind, können zugreifen. Und durch diese Veränderung hat das auch einige Painpoints offengelegt, weil vielfach sind die Lösungen, die man bis jetzt auf die On-Premise-Applikationen zugreifen, sehr alt. Einige sind vielleicht 10-jährig, seit sie implementiert worden sind. Und wir sehen den Application Proxy da als gute Alternative. Das erste genau Painpoint, wo wir werden anschauen vom mobilen Arbeiten. Dann schauen wir uns an, welche Optionen gibt es überhaupt, um auf die On-Premise-Ressourcen zugreifen. Da gibt es VPN-Lösungen, Reverse-Proxies oder den Application-Proxy von Microsoft. Wir schauen uns genauer an, wie der Application-Proxy genau funktioniert, welche Komponenten also es braucht, um den effektiv und erfolgreich einzusetzen, wie wir auf On-Premise-APIs zugreifen können. Dann, welche Single Sign-On-Lösungen können wir brauchen mit dem Application Proxy? Sei das vom Application Proxy auf die On-Premise-Applikationen. Dann, welche Applikationen können wir überhaupt realisieren mit dem Applikationsproxy? Und zum Schluss noch die Lizenzierung und eben auch der Grund, wieso das für viele von Sie auch eine sehr kosteneffektive Alternative sein kann. Die Pain Points habe ich so aufgelistet. Oben haben wir Pain Points, die vielfach die Endbenutzer sehen. Im unteren Teil dann eher die, die Sie als Firma antreffen. Bei den Endbenutzern ist es oftmals eine Produktivität, die eingeschränkt ist. Sei das durch eine Lösung vom Zugriff, die sehr viel Sicherheit voraussetzt, wo dann natürlich vielleicht noch eine zusätzliche App, einen zusätzlichen Weg, um sich anmelden, authentifizieren, voraussetzt. Dann dort wird oftmals Benutzerfreundlichkeit ein bisschen in Mitleidenschaft gezogen. Das kann sein, wir haben eben eine zusätzliche App für ein VPN zum Beispiel, wo man extra starten müssen, bei Android zum Beispiel, bei iOS wird das vielleicht automatisch gehen. Wir haben dort ein bisschen Differenzen von den Betriebssystemen. Und eben mehrere Authentifizierungsmethoden. Wir haben vielleicht verschiedene Accounts für verschiedene Applikationen, verschiedene Passwörter. Das sind so die Probleme, die jetzt die Endbenutzer damit zu kämpfen haben. Auf der anderen Seite für die Firma ist es sicher, dass die Sicherheit vom Firmensystem immer gewährleistet ist. Ist natürlich nicht immer einfach, wenn Benutzer von außerhalb vom Netzwerk zugreifen, von einer anderen Location als dem eigenen Netzwerk. Das kann auch zu mehr End-User-Unterstützung führen, zum Beispiel eben, wenn man verschiedene Authentifizierungsarten haben, kann das auch sein, dass wir mehr administrativen Aufwand haben, nur um den Endbenutzer die Möglichkeit zu geben, von außerhalb auf den Firmenapplikationen, die lokal sind, zu arbeiten. Jetzt, wie kann das sein, dass man eine kosteneffektive Lösung haben kann, die auch viel Benutzerfreundlichkeit hat und auch sehr viel Sicherheit für das Unternehmen zur Verfügung stellt? Es gibt viele verschiedene Lösungen dazu. Ich stelle mir das manchmal wie ein Dreieck vor. Wir haben die Benutzerfreundlichkeit in einem Ecke, dort ist sicher die Produktivität sehr wichtig, dass wir die Nutzung der Endbenutzer steigern über diese Lösung, weil es ist ja nur eine gute Lösung, wenn sie auch gebraucht wird. Und dass die Endbenutzer können eigentlich von überall, wo sie wollen, wo sie Netz haben, können arbeiten. Zu den Kosten, dort haben wir einen grossen Teil, ist sicher Lizenzkosten für eine Lösung. Wir haben ein einzelnes Produkt vielleicht manchmal. Ist natürlich auch ein Vorteil, wenn wir ein Produkt nehmen können, das schon von einem Lieferant ist, wo wir eh schon Lizenzen haben.
Wir brauchen oftmals Support für so eine Lösung vom Verkäufer, vom Lieferant und auf jeden Fall den Unterhalt, Serverunterhalt, die administrativen Kosten, die noch anfallen. Sicherheit muss auf jeden Fall für das Firmensystem gewährleistet sein. Entweder kommt ein Endbenutzer ins Netzwerk rein, wie in einer VPN-Lösung, oder er muss gar nicht unbedingt im Firmennetzwerk sein und könnte so zugreifen. Das muss aber auf jeden Fall sicher gestaltet werden. Die Authentifizierung muss einfach sein, am besten mit Single Sign-On, am besten mit einem Account, wo Sie sich anmelden können. Und für die Firma auf jeden Fall die Netzwerksicherheit, die auch sehr einen höheren Stellenwert hat. Jetzt, die Lösungen, um auf Ressourcenzugriffe in der Firma von außerhalb, die sind oftmals eine Mischung aus allen diesen drei Sachen. Wenn wir jetzt eine Lösung haben, die sehr benutzerfreundlich ist und auch kosteneffektiv, also eher günstiger für eine Firma, dann geht das oftmals auch auf die Kosten der Sicherheit. Auf der anderen Seite, wenn wir sehr benutzerfreundliche und sehr sichere Lösung haben, dann ist das meistens eine extrem teure Lösung. Oder wenn wir Kosten und Sicherheit im Fokus setzen, dann geht das oftmals ein bisschen zulasten der Benutzerfreundlichkeit. Das Ziel wäre, eine perfekte Mischung zu haben. Natürlich Benutzerfreundlichkeit, Kosten und Sicherheit alles möglichst hoch zu behalten. Und für das schauen wir uns jetzt auch an, welche Lösungen gibt es denn überhaupt, die wahrscheinlich bis jetzt schon im Einsatz sind. Das sind oftmals VPN-Lösungen wie Palo Alto, Cisco oder Microsoft Tunnel, jetzt recht neu. Als Pluspunkt dort haben wir auf jeden Fall das Know-how, das bei den Herstellern liegt, das sehr hoch ist, oder auch das Know-how, das die Firmen haben, das die Angestellten dort haben, die das unterhalten. Wie gesagt, die Lösungen sind oftmals schon einige Jahre im Einsatz. Und darum ist es auch sehr viel Know-how um für die Lösung. Sie sind unabhängig, man kann es mit verschiedenen Operating Systems brauchen. Mit verschiedenen Applikationen funktioniert mit den meisten sehr gut. Und wir haben dort auch Best of Breed dazu. Auf der Minusseite ist dort oftmals Benutzerfreundlichkeit. Wie vorher schon erwähnt, man hat vielfach eine Client-Applikation, vielleicht auf einem Android oder auf einem iOS, wo die Applikation nicht ganz gleich aussieht, wo sie nicht genau gleich funktioniert. Das heisst, dort gibt es auf jeden Fall schon mal einen Mehraufwand, auch in der Unterstützung und Administration. Und dazu kommen dort auch die Lizenzen, der Unterhalt. Es ist eine Zusatzapplikation, wo meistens vom eigenen Hersteller implementiert wird. Das heisst, dort zahlen wir mehr Lizenzen, haben mehr Aufwand für den Unterhalt. Auf der anderen Seite haben wir einen Reverse Proxy, der sehr weit verbreitet ist. Das kann von Citrix, Fortinet oder F5 sein. Dort auch, genau wie beim VPN, haben wir sehr ein höheres Know-how. Einerseits in den Firmen, andererseits bei den Herstellern. Es ist genau gleiche unabhängige Lösung. Dort haben wir noch den Vorteil, es ist eine gut skalierbare Konfiguration mit dem Reverse Proxy und auch transparent. Auf der Minusseite ist ähnlich, wir haben ein zusätzliches Produkt vom eigenen Hersteller. Wir zahlen für das Produkt nochmal eigene Lizenzen, eigenen Unterhalt und wir haben vielleicht oftmals dann den spezifischen Support für die Applikationen, die wir brauchen, nicht von diesen Herstellern. Der Application Proxy von Azure hat einen grossen Vorteil. Es ist ein Microsoft-Produkt. Wir haben oftmals Lizenzen schon gekauft, vielleicht bei Firmen, wo sie jetzt eine haben, haben sie vielleicht schon ein Azure Active Directory, sie haben vielleicht das Intune, das schon aufgesetzt ist. Und die Lizenzen sind oftmals schon gegeben, aber man braucht sie noch nicht im vollen Ausmaß. Dann Benutzerfreundlichkeit ist sehr hoch mit dem Application Proxy und wir haben auch den Microsoft Support, wo natürlich auch ein starker Pluspunkt ist. Es gibt viele Kunden auf der Welt, die Microsoft-Produkte brauchen, darum auch einen guten Support. Auf der Minusseite für den Application Proxy
ist, es ist eigentlich gedacht und gemacht für Web-Applications. Da werden wir nachher noch genauer dazu schauen, welche sind das, welche können wir integrieren. Aber es kommt immer sehr speziell auf den Use Case drauf an, ob und wie gut man eine Applikation kann mit dem Application Proxy verfügbar machen. Dann haben wir die Limitierung von Port 80 und 443. Das ist zwischen dem Firmennetzwerk und dem Application Proxy Service in der Cloud. Und dazu noch, die Konfiguration ist nicht skalierbar. Das heisst, wenn wir eine neue Applikation wollen, bereitstellen über den Application Proxy, dann braucht es eine neue eigene Konfiguration dazu. Dann, wir sehen jetzt mal hier ein iPhone mit dem Microsoft Sign-In. Das ist auf jeden Fall die Benutzerfreundlichkeit, die man für den End-User zur Verfügung stellen kann. Man kann auch das Corporate Design, Corporate Identity von der Firma integrieren. Dann hat man das Logo von der Firma oben, Sign-In, mit dem Microsoft-Account vom Benutzer unten dran. Es kennen schon alle Benutzer sehr gut, also dort gibt es eine sehr hohe Usability. Und auch die Sicherheit, eben durch das Azure Active Directory, zum Beispiel Conditional Access, wo man extrem gut steuern kann, wer hat in welchen Situationen Zugriff. Man könnte Multifaktor-Authentifizierung auslösen für die Benutzer, die man es will. Dort auch sehr einen hohen Sicherheitsnutzen auf jeden Fall. Jetzt schauen wir gerne mal an, wie das dann funktioniert. Auf der linken Seite haben wir den Benutzer, der Sign-In macht. Der verbindet sich zum Azure Active Directory Service, wo er dann Conditional Access macht, entweder MFA erfordert wird, der Access wird blockt oder erlaubt. Jetzt, wenn ein Benutzer auf Cloud-Dienst zugreifen will, geht es vom Azure AD App Proxy dann direkt in die Cloud. Wenn aber der Benutzer auf eine On-Premise-Ressource zugreift im lokalen Netz, wird er dann ein App Proxy weitergeleitet. In einer anderen Ansicht sehen wir auf der linken Seite das Kundennetzwerk. Wir haben dort Applikationen, die wir zur Verfügung stellen können, wie eben ServiceNow, SAP, es gibt noch ganz viel mehr. Dann als zweites haben wir einen Connector. Es braucht immer noch eine lokale Komponente, obwohl der App Proxy eine Cloud-Lösung ist. Und das ist die Verbindung zwischen der Applikation und dem Azure App Proxy Service in der Cloud. Und da ist ein Server in der DMZ, mindestens 2012 R2 oder neuer. Der macht die Verbindung eben zwischen den Line-of-Business-Applikationen, die Sie im lokalen Netzwerk haben, und dem Azure Cloud Service. Jetzt kann man dort einen Connector einrichten. Man empfiehlt natürlich immer zwei oder mehr von denen. Die kann man einfach als Silent Install installieren und eigentlich runterladen von der Microsoft-Seite. Wenn jetzt mal einer von diesen Connectors taucht, dann würden die anderen die gleiche Load übernehmen. Ist also sehr einfach zu konfigurieren und einfach zu nutzen. Dort haben wir die Limitierung auf Port 80 und 443 vom Firmennetzwerk von dem Connector in die Azure Cloud. Das heisst, es braucht nur Outbound-Verbindungen, was ein grosser Vorteil ist. Wir müssen nicht zusätzlich noch Firewall-Ports aufmachen, wo natürlich Netzwerksicherheit könnte beeinträchtigen. Jetzt, welche Komponenten braucht es, damit der Azure Application Proxy richtig funktionieren kann? Und im Grunde genommen ist es eigentlich, es braucht eine gute Zusammenarbeit zwischen verschiedenen Teams und verschiedenen Service Owners. Wir haben mal auf einer Seite den App Proxy Service, der muss aufgesetzt werden. Der wird konfiguriert, meistens von einem Azure-Admin. Dort wird der Conditional Access konfiguriert, wenn es nicht schon vorhanden ist. Und wir tun die Enterprise Apps, eben das ist die nicht skalierbare Konfiguration, wo wir dort konfigurieren, einzeln für jede Applikation. Dann haben wir den App Proxy Connector. Das ist eben die On-Premise Connector in der DMZ. Dort wird Single Sign-On gegen die Applikationen im Netzwerk aufgesetzt
und dort muss auch die Konnektivität sichergestellt werden. Das ist oftmals die Aufgabe von einem Windows Server Team oder einem Active Directory Team, das das macht. Und es zeigt schon, es muss auch ein guter Austausch zwischen den Teams funktionieren. Dann haben wir die App-Integration. Wir können auch Android, iOS-Apps mit dem Application Proxy bereitstellen. Dazu braucht es ein Intune SDK und auch eine gute Kommunikation eben mit dem App-Entwickler, dass der die Möglichkeit bereitstellt und auch mit dem Service Owner auf der anderen Seite, wo die Backend-Applikation eigentlich bereitstellt. Und dann, wenn wir Backend-Integration haben, das ist dann eher für den Zugriff direkt aus einem Browser auf die On-Premise-Applikation. Dort braucht es eine Koordination mit sicherem Azure-Admin, der die Konfiguration dazu aufbaut. Das Benutzer-Single-Sign-On muss dort aufgesetzt werden. Dort gibt es dann nach der Integration Tests, Fehlerbehebung. Und dann können wir so eigentlich eine gute Zusammenarbeit eigentlich feststellen. Das ist eher eine Aufgabe vom Azure Active Directory Admin und dem Service Owner zusammen. Dann als nächstes, wie greifen wir auf lokale APIs im Netzwerk zu? Traditionell ist das vielfach direkt eben über Port 80 oder 443 TCP direkt auf den Application Server passiert. Mit dem App-Proxy ist es dann direkt vom Gerät zum App-Proxy-Service und von dort gibt es dann eigentlich nur Outbound-Connections vom Firmennetzwerk zum App-Proxy-Service, wo dort geht, die Anfragen abholen. Das heisst, auch dort haben wir nochmal wie eine Sicherheitsschwelle mehr eingebaut. Genau, zum Single-Sign-On mit dem Application-Proxy. Wir können das über Kerberos Constraint Delegation, über passwortbasiertes Single Sign-On, über integrierte Windows-Authentifizierung realisieren, HTTP-Header-basiertes Sign-On oder SAML zum Beispiel. Das heisst, wir haben eine sehr weite Basis, welche Single Sign-On-Lösungen wir benutzen können. Wir schauen uns jetzt gerade mal schnell an, wie das jetzt mit dem Kerberos Constraint Delegation aussieht. Wir haben auf der linken Seite den User, der sich authentifiziert. Dann haben wir DMZ, wo der Connector vom App-Proxy ist. Und zum Beispiel jetzt in diesem Beispiel SharePoint-Site, wo der Benutzer darauf zugreifen will. Im ersten Schritt gibt der Benutzer die URL in seinem Browser ein. Der verbindet sich dann zum Azure AD. Dort wird er authentisiert und kommt den Azure AD Token zurück über. Genau, der AD Token wird dann weitergegeben an Application Proxy. Der Token wird validiert, der UPN wird extrahiert und der SPN wird angefordert. Der Connector macht dann eine Kerberos Constraint Delegation Negotiation gegen das Active Directory und kommt dann ein Kerberos-Ticket zurück über für den User und der stellt dann die Anfrage an den Applikationsserver, in dem Moment ein SharePoint, On-Premise. Und im achten Schritt geht die Anfrage mit den Daten vom SharePoint zurück bis zum Endbenutzer. Jetzt, welche Applikationen können wir mit App-Proxy zur Verfügung stellen? Das sind sicher Web-Applikationen, entweder mit der integrierten Windows-Authentifizierung, Formular- oder Header-basierten Zugriff oder eben Web-APIs auch für Rich-Applikationen. Das sind Applikationen, die auch webbasiert sind, aber die sehr viele auch Funktionen haben, wie auch eine lokale Applikation auf dem Client selber. Was wir sonst noch zur Verfügung stellen können, sind verschiedenste Applikationen über ein Remote Desktop Gateway oder eben Rich Applications, wo die Microsoft Authentication Library integriert haben. Zu der Lizenzierung und eben wieso das auch für einige von Ihnen sicher kosteneffektive Lösung kann sein, der Application Proxy
geht auch unter dem Namen Hybrid Identities, wo die Application Proxy auch mit dem Premium P1 Lizenzierung von Microsoft drin ist. Dort haben wir auch Advanced Group Management im Azure AD und auch Conditional Access. Und das ist auch der Grund, wieso das Azure AD App Proxy gut funktioniert, auch mit Conditional Access zusammen und oftmals auch zusammen verwendet wird. Und dazu gibt es dann noch das Premium P2 Feature, wo auch all die Funktionen noch dabei hat. Gibt es jetzt gar noch direkt noch Fragen zu meiner Präsentation? Und vielleicht im Chat? Ich habe keine Fragen bekommen. Alles klar. Danke vielmals. In dem Fall würde ich Sie gerne noch einladen zum virtuellen Austausch. Wir haben im Raum 4 das Automated Intune Documentation mit Jonas. Im Raum 5 direkt anschliessend mit mir zum Thema Application Proxy. Wir haben noch ein Feedback-Formular, wo wir natürlich froh wären, wenn Sie das würden ausfüllen. Sie haben schon von der Nadim Fischer ein E-Mail bekommen mit dem Feedback-Formular. Das war am 8. April. Und dort werden dann auch die Aufzeichnungen zum Breakfast-Event mit allen Präsentationen, die wir heute Morgen gehalten haben, drin sein. Sie werden das E-Mail später dann auch nochmal bekommen mit dem Feedback und den Links zu den Präsentationen. Jetzt danke ich Ihnen fürs zahlreiche Erscheinen und bis nachher.